Guten Tag und moin moin, seid gegrüßt zu einer neuen Runde LS22 Nordfriesische Marsch. Moin moin. So, wir müssen eigentlich noch ein bisschen warten und ich denke, dass wir jetzt tatsächlich noch mal kurz die Kettensäge ein bisschen schwingen für die letzte Folge heute, damit wir den Rest Holz, der hier hinten bei der Verkaufsstation Sägewerk noch gewachsen ist, dann verarbeiten. Und für einen Holzvollernter muss man ja ehrlich sein, lohnt das hier nicht. Hier stehen irgendwie sechs, sieben Bäume und ja, dann kann ich überlegen, ob ich tatsächlich hier auch nochmal 100 Bäume pflanze oder auch die 120er Palette sind, ne? 120 neue Setzlinge hier platziere. Rauf, runter, rauf, runter. Dann hätten wir insgesamt 360 Bäume am Wachsen. Ich glaube, langfristig gesehen macht es Sinn. Spart mir natürlich dann die Geschichte. Also dann würde ich erstmal nicht irgendwie einen dritten Holzfäller oder so brauchen. Also ein paar Sachen sind immer nervig beim Umzug und die komplette Placeables, klar, kannst du einfach rüber kopieren. Das Problem ist natürlich, das Sägewerk hat dann keinen Wasserbereich, wo du dein Holz reintun kannst. Du hast das, also das Höhlenmodell wird dann nicht unbedingt komplett angepasst, wobei du kannst es wahrscheinlich aus dem Safe Game, müsste man eigentlich auch das Höhlenmodell mitnehmen. Aber alles Geschichten, die ich noch nicht probiert habe, noch nicht getestet und teste ich logischerweise auch erst, wenn ich eine NF Marsh Version habe, die dann soweit ist, dass ich auch weiß, okay, jetzt, ne, jetzt steht der Anzug an. Ich gehe davon aus, dass er eine 1.9 sein wird, aber im schlimmsten Falle, wenn sich da viele Sachen doch irgendwie noch als schwieriger und aufwendiger und zeitfressender werden, dann kann es auch sein, dass es erst noch eine 1.9 auf der alten Version gibt, wo dann einfach nur noch ein paar neue Produktionen eben drauf sind. Ne? Alles denkbar. Wie gesagt, lieber einfach ein bisschen daneben laufen, ist leichter als immer über den Stamm rüber. Muss ich mir echt nochmal angewöhnen. Die Wasserplane, stimmt, die habe ich im Sägewerk drinne. Ja, dies kommt aber mit dem Sägewerk eigentlich. Aber wie gesagt, das, jeder kann natürlich für sich schon ein bisschen testen, die sich ein bisschen damit auskennen. Und einige machen das ja auch schon. Und wie gesagt, wird nachher eine 1:1 Hilfe geben. Also sogar vorher das logischerweise auch einmal selbst geprobt haben alles, um auch zu wissen, okay, das geht nicht. Also dass tatsächlich jetzt diesen Donnerstag stattfindet, ist recht unwahrscheinlich. Ist eigentlich anders, also nicht nur auch, ist es sehr unwahrscheinlich. Wird er nicht nach links fallen? Nicht über den Deich. Ich habe keinen Zugang zu dem Land. Deich gehört mir nicht. Deichbauamt hierfür zuständig. Geht wieder nicht. Das ist auch mit dieser Säge manchmal komisch, ne? Die Säge wieder kaputt. Wir organisieren uns erstmal. Oh, vollen Tank Diesel. Sehr gut. Der soll ja noch zum Holzfäller demnächst. Eilt jetzt aber nicht direkt. Ich würde den hier erstmal stehen lassen. Soll er demnächst Holz verkaufen, das wird der nächste größere Verkauf sein. Bis dahin, glaube ich, brauche ich ihn nicht. Und nebenan dürfte doch eigentlich noch, genau, steht noch der Holztransport-Trailer. Den nehmen wir den direkt mit und schicken den schon mal los, damit er dann gleich da ist, wenn wir das Holz fertig vorbereitet haben. Auf den Deichen Bäume pflanzen. Also in Real Life würden da keine Bäume wachsen, nein. Ob du das hier kannst, im Spiel, kommt immer, wenn das Land gehört, kannst du es machen. Alles, was auf dem Deich landet, gehört den Deich schaffen. Ja. Aber schon der Kaffee, Prost, Prost. Ja, Bäume wird man wahrscheinlich mitnehmen können.
weil das eine, ja, es gibt ja einmal die Wachstumsdatei im Safe-Game und es gibt die Split-Shape-Datei, die praktisch die Borne selbst abbildet. Und das müsste eigentlich egal sein, selbst wenn ich die Bäume künftig in der Karte verankere, aber ich weiß es noch nicht genau. Auch das ist, wahrscheinlich wird es gehen. Endgültig weiß man es erst, wenn die Version fertig ist, so wie sie dann ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass aber Bäume funktionieren, wie gesagt, ne, Farmlands, das wird alles gleich bleiben. Also die Farmlands sind die Felder oder halt die gekauften Bereiche, die man hat. Alles, das geht easy, easy, ratzfatz. Kontostände und so weiter, ne? Statistik, Fahrzeuge, alles zack, zack, fertig, gar kein Problem. Wo wir ein bisschen dran kämpfen werden, sind die Placeables, ne? Die platzierten Dateien, was alles, was man selbst platziert sein hat. Bei mir ist es noch überschaubar, bei einigen von euch weiß ich, wird es wahrscheinlich schon echt heavy sein und dann guckt man eben. Und mit dem Easy Development Control kann man sich auch einfach schnell 20 Millionen aufs Konto hauen und dann platziert man einfach alles wieder, wie es war. Und dann stellt man dann den Kontostand wieder ein, wie er sein sollte. Auch denkbar. Wird der noch uns? Hab schon, ne? Muss ja eigentlich. Also zwei Strich noch da, heißt kurze Woche ist frei. Mahlzeit, Mahlzeit, guten Appetit. Schönen Sonntag dann auch auf jeden Fall noch, weil gleich ist hier dann auch, ne? Geht's dann Donnerstag wohl weiter. So, ne? Im Umzug mache ich irgendwas falsch und die Map ist voll mit Zwiebeln. Ja, das kann passieren. Das war ein bisschen komischer Fehler, aber man weiß ja nie. Einmal wegschneiden, dann machen wir da irgendwie zwei Stücke draus. Okay, danke, danke. Also du willst ja also nochmal zum Checken oder wie gesagt, hatte ich vorhin gefragt, oder wolltest du ein Download-Link zur Verfügung stellen oder wie hast du das überlegt? Oder soll ich das so hochladen und auf die Homepage dann einstellen? Das kann man auch noch nicht testen, weil wie gesagt, die neue Karte noch nicht fertig ist. Wenn tatsächlich zwei Fruit-GDM-Dateien in Zukunft da drin sind, dann weiß man sowieso noch nicht, wie Precision Farming das verarbeiten mag. Da geht's auch gar nicht. Muss man gucken. Ja, natürlich muss PF, also Precision Farming, weiter funktionieren. Und dann kann man halt nicht zwei und dann... Und Bodenmap muss ich natürlich auch sehen, dass ich die gleiche Bodenmap wieder mit rübernehme. Ist Precision Farming eine eigene XML-Datei oder irgendwas im Safe-Game oder was? Ich weiß es nicht genau. Vor lauter Poolaufbau den Stream verpassen. Dann gibt es Schlimmeres, ne? Wenn man einen Pool aufbaut, dann ist ja nichts. Aber ihr habt ja schon so ein Wetter bei uns. Also bei uns ist, wie ist das Wetter überhaupt? Na, sonnig, bewölkt. Aber ja, wir haben hier keine 20 Grad, ne? Wir haben auch bisher nur einen Tag dieses Jahr bisher mehr als 20 Grad gehabt, oder? Also. Vielleicht waren es zwei Tage. Aber mehr nicht. Da seid ihr im Süden anders? Ist der mit dem, ist das schon wieder so ein Schrottbaum oder was? Lässt sich auch nicht sägen. Was ist ein Schrottbaum hier?
Sägt nicht. Grad, 20, okay, 21 geht ja noch. Ich glaube, es ist ein bisschen zu lang, da komme ich so nicht durch die... Ich dachte, ich wollte ihn einfach in die Verkaufsstation werfen, ist er weg, aber ich komme damit gar nicht durch die... den Lampen vorbei, ne? Haben wir ihn wieder hingestellt, ist auch schön. Ah, jetzt geht er auf einmal. Toll. Toller Baum. Muss von unten schneiden. Ist aber nicht so schlimm. Kriegen wir gleich mit dem Autoload hoffentlich weggesammelt. Dann will ich ihn natürlich nicht verkaufen. Bei 48 Minuten hat das Sägewerk noch Holz. Haben schon alles klein gesägt? Der ist auch noch ziemlich... Nee, der ist auch gesägt. Der ist auch gesägt. Der ist noch nicht gesägt, ne? Hä? Geht auch nicht. Was? Ach, diese Bäume in LS, ne? Nicht schön. Doch, ich dachte echt, dass wir heute schon komplett im Frühling sind. Ne? Ich hänge immer noch im Februar. Links. Die hintere Fläche nervt der. Ist auch knapp hier, ne? Aber geht noch. Anstellen, frei in der Luft halten, dann geht's. Okay. So, jetzt haben wir 12,3 Tonnen Holz gelagert. Immer noch 12,3, obwohl da noch mehr drauf ist, verstehe ich nicht. Egal. Also hier passt ja die Pelletsproduktion rauf, ne? Das war, hat sich ja umgesprochen. Das ist natürlich genau der Platz für die Pelletsproduktion hier. Aber ich hatte das eigentlich freigemacht, um zu zeigen, auch wo die Pelletsproduktion hin soll. Hatte ich dann ja auch im Vorstellungsstream der Pelletsproduktion auch gemacht. Und dafür hatte ich die Fläche freigeräumt. Ein relativ günstiges Stück Wald und ja, wie ich jetzt gerade eben überlegt hatte oder letztes Mal, ob ich dann nicht vielleicht wieder aufforste. Also da nochmal 120 Bäume platziere, weil ich glaube, also ich habe schon Bock, eine sinnige Produktionsmöglichkeit zu haben für Stroh.
Stroh, gut, können wir aktuell natürlich irgendwie im Komposter loswerden. Das ist aber natürlich, ist der ja auch schnell überfordert mit den Mengen an Stroh, die wir später ernten werden. Und deswegen werde ich wahrscheinlich dann unsere Strohernte einlagern, den Rest, eine Ballenhalle oder so dafür organisieren. Die kostet ja dann nur 100.000 oder so, 120 und dann ohne Ballenlagerhalle. Mit 2 Millionen Liter Stroh immerhin. Oder 4, je nachdem, welche wir nehmen. Und ja. Also ich brauche eine sinnige Weiterverarbeitungsmöglichkeit von Stroh, wäre aktuell das Heizkraftwerk. Oder die Pelletsproduktion. Moin, 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 moin. Shelly auch am Start. Guckt natürlich, wie lange ich noch brauche. Ne? Ist schon fast Feierabend. Die letzten Tätigkeiten hier. Eine Ladung Holz, Nachschub fürs Sägewerk. Und dann hängt oben schon wieder die Zellstofffabrik. Ne? Die drängt auch schon wieder. Aber wie ich schon sagte, wir werden die nicht komplett jetzt bedienen können. Wir müssen dann halt auch eine Produktion zwischendurch mal ausschalten. Wir haben zwar die täglichen Kosten von 6.000, 7.000 Euro und kriegen dann mal nichts rein. Aber das ist dann so. Ich mache das eher so, als dass ich alles zukaufe. Aber auch da muss jeder selber wissen, wie er das macht. Wenn man alles zukaufen möchte, hat man natürlich auch interessante Kostenfaktoren wahrscheinlich später in der Übersicht an Einkaufen. Ne? Bestimmt nette Zahlen. So, wir müssen mal umschalten auf rechts. So. Sägewerk macht ein bisschen zu wenig Leerpalette. Nee, nicht mehr. Es gibt auch Schichtbetrieb jetzt. Also wenn das immer noch nicht reicht, dann hilft Achims Mod wahrscheinlich weiter. Aber eigentlich mit Schichtbetrieb, mit 6.000 Liter pro Ingame, pro Zyklus, ist ja schon erstmal. Achso, jetzt steht da auch 16,1 Tonnen Holz. Wieder Kaffee leer? Nö. Noch Brust. Ja, zur Not, es gibt ja in vielen Produktionen gibt es 3 Schichtenbetriebe, ne? Also rund um die Uhr, 24-7. Praktisch ist das jetzt ein 2-Schichtbetrieb von 8 bis. Dass ich 10. Könnt ihr euch überlegen, welche Zeit da sinnig ist. Ich weiß es nicht. Wir haben keinen Schichtbetrieb bei uns im Betrieb. So, Holz ist angekommen. Sägewerk ist auf 12 Stunden Bedarf gesprungen. Ich muss mir doch echt schneller noch Gedanken über einen Booster für Holz machen. Aber heute die Sorgen, morgen die Sorgen. Ich glaube, das stelle ich hinten an. Und es kann auch sein, dass man einen zweiten und einen dritten Holzfäller noch baut. Einige haben ja schon geschrieben, sie haben 4 Holzfäller. Also vielleicht baue ich tatsächlich noch einen dritten auf. Schichten. Früh, spät, Nacht. Und was für Zeiten sind das? So von 8, von, ne? Keine Ahnung. Nicht gesehen. Ja, also das ist erstmal, und wie gesagt, Boostern können wir immer noch demnächst, auch sobald denn jeder auch Revamp nutzen kann, gibt es relativ schnell logischerweise die ersten Produktionen, die dann umgebaut sind, die einfach mehr können. Auch die Saatgut, damit bin ich schon mal angefangen, um zu testen, und das sah soweit ganz gut aus. Und ja, mal schauen, was sich da noch tut. Halt nicht so schlimm. Von 6 bis 14 Uhr, von 14 bis 22 Uhr und von 22 bis 6 Uhr. Das wären 3 Schichten, okay? 6 bis 2, 2 bis 8 und 8 bis 6. Das ist das Gleiche, genau. 2 bis 10 und 10 bis 6. Okay. 6, 14, 22 beginnen. Ja, Schichtbetrieb aber, ne? Das ist ja. Kommt natürlich darauf an, ob man immer gleichmäßig Schicht ist oder ob man immer durchwechselt, mal hier, mal da. Das ist bestimmt nicht so einfach. Aber ich würde sagen, das war's für heute, liebe Leute. Wir haben gut was geschafft, viel Geld ausgegeben, ein bisschen was auch wieder verdient. Aber immerhin habe ich eine neue Stromhalle auf dem Hof. Und wir haben eine Menge Produkte tatsächlich auch noch, die wir noch verkaufen können. Also ich glaube, dass wir da locker noch 200.000-300.000 wieder kriegen können. Locker. Wir haben Ordnung am Hof. Das muss man ja auch nochmal positiv hervorheben, kurz mal. Ne? Also hier
mit der Halle. Das eine oder andere liegt hier noch so ein bisschen rum. Hier wollte ich halt noch die Gewichte sammeln. Kommt denn noch? Hier ist alles schön weg. Der Anhänger, gut, der ist auch noch so ein bisschen ein Überbleibsel. Aber wichtig ist eigentlich diese Halle hier, die komplett neu gekommen ist und erstmal so ein bisschen sammeln. Düngerproduktion ist angelaufen. Den ersten Dünger haben wir wohl hergestellt. Jetzt auch über Nacht ist ja ein bisschen gespult worden. Der immer ein bisschen näher ran. Strom war der auf Prio 1 und jetzt kriegt er ja auch ganz gut an Strom. Ja, fühlt sich ziemlich, sieht man schon. Atom passt noch und wir haben hier die ersten 10.000 Liter Dünger immerhin hergestellt. Wir könnten natürlich jetzt noch die Flüssigdüngerproduktion anschalten. Muss dann nur ein bisschen Wasser noch hinkommen. Und schon wird alles zu Flüssigdünger verarbeitet, was man ja für Precision Farming, glaube ich, mit den Spritzen nachher gut gebrauchen könnte. Oder ansonsten auch zum Verkauf. Oh, eine krasse Seemission. Baumwolle aussehen auf 66 ist gar nicht komplett uninteressant, weil Baumwolle einen sehr, sehr geringen Saatgutverbrauch hat, ne? Winnie nochmal mit 111 Bits. Vielen, vielen Dank. Genau. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen und Liebsein. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bis spätestens Donnerstag. Panic Pity, gute Worte zum Ende hin. Von daher, vielen, vielen Dank, liebe Leute. Schönen Sonntag euch noch gewünscht. Und ja, ist irgendwie die Mix, ne? Was auch immer. Mal schauen. Ich bin gespannt, was die nächste Zeit in LS so bringt. Bis dann, vielen, vielen Dank und tschüss.